Schönen guten Abend. Wer bislang noch Fan von David Hasselhoff war, der muss jetzt ganz stark sein. Ich glaube, in den nächsten 7 Minuten wird David Hasselhoff viele seiner letzten Fans verlieren. Der ehemals bekannteste Bademeister wollte sein großes Comeback feiern. Dazu hatte er ein Riesenprogramm geplant und eine ganze Horde Journalisten eingeladen. Und ich betone nochmal, Journalisten wie eben auch Sascha Gröhl wurden eingeladen. Und dann drehte dieser Mann, der mal ein Star war, irgendwie völlig am Rad. Happy ist immer relativ. David Hasselhoff bei einem Comeback-PR-Auftritt in einer Dorfdisco in Ischgl, Österreich, nachts um 1:30. Ein bisschen Jürgen Drews Gefühl. Johlende Touristen, die sich über ihn lustig machen. Tausche Würde gegen Auftritt. Ein genervter Ex-Star. Keine Ahnung. Hau ab, hau ab. Ein verärgerter Ex-Star. Haut alle ab, sonst fahr ich wieder runter. Ja. Ein Ex-Star, der die Kameras vergisst. Willst du mir erzählen, dass 20 Teams auf Ski mitfahren? Entschuldigung, Sie möchten nicht mehr gefilmt werden, bitte sehr. Ein Ex-Star, der die Mikrofone vergisst. Wenn ihr alle endlich weg seid, dann habe ich endlich Spaß. Enttäuschte Journalisten, enttäuschte Fans. Und die zentrale Frage, wie kann ein PR-Tag mit David Hasselhoff dermaßen in die Hose gehen, zu einem medialen GAU werden? Okay, lass uns versuchen, das alles hier in Würde zu Ende zu bringen. Günther Alois ist ein kluger Mann. Davon sollte man auch ausgehen, wenn er 2 Bars und 2 Hotels in Ischgl besitzt. Sein Spielchen auf der PR-Klaviatur, hol Hasselhoff für viel Geld ins Dorf, lad die Weltpresse ein, damit sie Hasselhoff in seinen Bars, Hotels und was auch immer fotografiert. Der eine braucht PR und der andere ja, auch. David Hasselhoff ist einfach eine Marke, die zu Ischgl sehr, sehr gut passt und haben immer schon einmal versucht, David Hasselhoff herzubringen. Das hat jetzt geklappt. Man kann jetzt schon vorwegnehmen, dass er da vielleicht den Plan ein klein wenig ohne diese Marke gemacht hat. Pressemitteilung eine Woche vor Beginn, 2 Tage Programm, Wellness, Abendessen, Barbesuch, Skikurs, Essen mit Gogo-Tänzerinnen, Skischuhanprobe, Diskothekenauftritt und. Auf Tag 1 hatte The Hoff schon mal keine Lust. Tag 2 beginnt verspätet, mit gespielt unter Laune. Ich habe fantastisch geschlafen, ein unglaublicher Tag. Ich werde nach Ischgl ziehen. Die Sätze wirken einstudiert, die Posen irgendwie auch. Und irgendjemand hat ihm offenbar gesagt, er solle nach jedem Satzende lächeln. Das kommt sympathisch. Naja, Ansichtssache. Vielleicht gab mir Gott Knight Rider aus einem vorbestimmten Grund, einer Mission. Und vielleicht bin ich auch hier nach Ischgl gekommen, aus einem vorbestimmten Grund. Das ist wirklich irre, was heute passiert ist. Ich habe meinen Schal gesucht, konnte ihn nicht finden. Vor 3 Tagen sagte ich, was mir fehlt, ist mein Schal, der hing an der Wand. Ich sagte meinem Fahrer Hans, Hans, finde diesen Schal für mich. Can you find me the scarf? Come on. Abends kommt dann tatsächlich ein Fan nach der Show und sagt, hey, hier ist dein Schal. Hatten wir schon erwähnt, dass der Alkohol auf seiner Suiten-Minibar auf Anweisung des Managements gegen alkoholfreie Energiedrinks ausgetauscht wurde? Wenn mein Leben so schlecht gewesen wäre, wie die Presse darstellt, käme ich morgens nicht aus dem Bett. Es passiert was Dummes, man verändert sich danach. Aber das Problem ist, wenn man prominent ist, die alte schlechte Presse bleibt einfach. When you're famous, the publicity always stays. Thank you very much. We're going Danke, wir gehen jetzt Skifahren. Nach 9 Minuten Interview hat Hasselhoff schon wieder genug. Irgendjemand sollte ihm endlich sagen, David, es sind die ganze Zeit die Kameras eingeschaltet. Hans, los, nimm das mal. Ich will damit keine Zeit verplempern. Das machen wir auf den Bergen. Ich will endlich Schnee sehen. Und ist verschwunden. Da stehen sie, die Geister, die sie riefen. Pfarrer Hans versucht medial zu retten, was zu retten ist. Er ist ein Magnet und er müsste eigentlich damit rechnen, aber er hat nicht damit gerechnet, dass so viel Leute da sind. Ist aber auch eine Riesenüberraschung mit der Presse heute. 1 Stunde später, vieles vom Plan fällt flach. Es dauert 2 Hasselhoff-Minuten, bis er schon wieder keine Lust hat. Nein, geh weg. Kaum erkannt, dass die Presse das mitbekommen hat, ist der Gescheuchte aber sofort wieder sein bester Freund. Entschuldigung, Sie müssen das verstehen, das ist ein guter Freund von mir. Ich kenne ihn seit 10 Jahren, deswegen habe ich ihn so geschubst, okay? Ich liebe ihn wie mein Bruder. Ach ja, es ist ein kleines absurdes Spiel an diesem Tage. Hotelbesitzer Alois lockt Presse. Presse sucht Hasselhoff. Hasselhoff flieht vor Presse, obwohl er ja eigentlich PR fürs Comeback will.
Hotelier Alois würde Hasselhoff gerne an diesem Mittag wie ein Zirkusäffchen vor seinen Lokalitäten ausstellen. Man weiß nicht, mit wem man am meisten Mitleid haben soll. Jungs, haut bitte alle hier ab. Alle weg, sonst fahre ich direkt wieder runter. Jungs, bitte alle abhauen. Den eingeladenen österreichischen Fernsehkollegen reicht's jetzt schon. Wir haben eben so einen Plan bekommen, da stand drinnen, es gäbe eine Anprobe, man kann mit ihm Skifahren gehen, man kann ihn beobachten, wie er Ski fährt, man kann Einzelinterviews machen und alles Mögliche eben. Er geht essen, man kann ihn dabei filmen und mit ihm sprechen. Eigentlich ist das alles nicht eingetreten. Dokumentieren wir die nächsten tragisch komischen Momente dieses würdelosen Schauspiels. Günther Alois hat's gut gemeint, stellt The Hoff Ski, Lehrerin und Assistent zum Anziehen. The Hoff ist nur noch genervt vom Rummel. Das ist ein bisschen peinlich, dass ihr hier seid. Das ist wirklich peinlich. Leute, bitte. Ich kann... Weißt du was? Ich kann... Das ist okay. Ich kann Ski fahren. Ich wüsste nicht, was du für mich tun kannst. Danke. Veranstalter Alois versucht, die Situation zu entspannen. Willst du mir erzählen, dass 20 Teams auf Skiern mitfahren? Nein, die haben keine Ski, bleiben hier und dann sind wir alleine. Lass uns dann bitte einfach würdevoll rauskommen. 15 Kamerateams verfolgen mich. Sind das deine Ski? Weiß ich nicht. Warum übernimmt hier keiner die Kontrolle? Mittlerweile hat der Hotelier wohl auch angesehen, dass der Bogen für den Ex-Star etwas überspannt ist. Danke sehr. Okay. Entschuldigung, Sie möchten nicht mehr gefilmt werden, bitte sehr. Bläst das PR-Mittagessen ab. Na komm, raus jetzt. Bringt so den eigens eingeladenen Journalisten-Mob gegen sich auf. Ich habe mich eigentlich auf diesen Drehtag heute sehr gefreut, weil ich eigentlich ein großer David Hasselhoff-Fan bin, beziehungsweise war, muss ich jetzt sagen. Denn David Hasselhoff hat sich eher zickig verhalten, was ich nicht erwartet hätte eigentlich. So sieht ein prominentes Gesicht aus, das mittlerweile gegen 14 Uhr den Kaffee völlig auf hat. Was halten Sie von den Bergen? Ich hatte noch keine Möglichkeit, sie zu sehen, weil ich die ganze Zeit eine Kamera im Gesicht habe. Wenn ihr endlich weg seid, dann kann ich das hier alles genießen. Und trotz diesen Sätzen ist das Gefühl, das bleibt eigentlich eher Mitleid für den ehemaligen Weltstar. Tausche Würde gegen Comeback-Versuche. Was Hasselhoff für diesen Auftritt erhalten hat, wollte man uns beim besten Willen nicht verraten. Wenn die Währung nicht Euro, sondern PR-Euro waren, ist der Kuhhandel jedenfalls für alle Seiten nach hinten losgegangen.